Briefe aus Jerusalem. Oktober 1850. Lieber Bones, wie wohl es tat, in die kalte, zugige Halle hier von Chapelway zu treten, jeder Knochen von dieser grässlichen Kutsche schmerzend und mit dem dringenden Bedürfnis, meine drückende Blase zu erleichtern und den Brief adressiert in deinem unnachahmlichen Gekritzel zu sehen, der auf dem hässlichen kleinen Kirschholztisch neben der Tür lehnte. Sei versichert, dass ich mich an seine Entzifferung gemacht habe, sobald ich die Bedürfnisse des Körpers erledigt hatte. In einem kühl ausgestatteten Badezimmer im unteren Stock, wo ich den Atem vor meinen Augen aufsteigen sehen konnte. Es freut mich zu hören, dass du von dem Miasma genesen bist, das so lange deine Lunge befallen hatte. Obwohl ich dir versichern kann, dass ich vollstes Verständnis für das moralische Dilemma habe, in das dich die Heilung gestürzt hat. Ein kränkelnder Abolitionist, der vom sonnigen Klima des Sklavenstaates Florida geheilt wird. Trotz und alledem, Bones, bitte ich dich als Freund, der ebenfalls im finsteren Tal gewandelt ist, gut auf dich aufzupassen und erst dann nach Massachusetts zurückzukehren, wenn es dein Körper erlaubt. Was helfen uns dein scharfer Geist und deine spitze Feder, wenn du Asche bist und wenn der Süden eine heilsame Region ist, liegt in dieser Tatsache nicht poetische Gerechtigkeit? Wirklich, das Haus ist genauso prachtvoll, wie ich es nach den Angaben der Testamentsvollstrecker meines Cousins annehmen durfte, allerdings sehr düster. Es liegt auf einer gewaltigen, vorragenden Landspitze, vielleicht 3 Meilen nördlich von Falmouth und 9 Meilen nördlich von Portland. Dahinter schließen sich etwa 4 Morgenland an, das auf unglaubliche Art und Weise verwildert ist. Wacholder, Gestrüpp, Gebüsch und verschiedene Arten von Kletterpflanzen ranken wild über die pittoresken Steinmauern, die den Besitz vom Stadtgebiet trennen. Abscheuliche Imitationen griechischer Statuen starren von kleinen Hügeln blind durch die Wildnis. Meist scheint es, als warteten sie darauf, sich auf den Vorübergehenden zu stürzen. Der Geschmack meines Cousins hat anscheinend die ganze Stufenleiter von untragbar bis regelrecht schreckerregend umfasst. Inmitten eines offensichtlich ehemaligen Gartens habe ich eine seltsame kleine Laube entdeckt, die fast gänzlich von scharlachrotem Sumach überwuchert ist, und eine groteske Sonnenuhr. Dies vervollständigt den Eindruck des Wahnsinns. Doch die Aussicht vom Salon entschädigt dafür mehr als genug. Von hier habe ich einen schwindelerregenden Ausblick auf die Felsen am Fuß von Chapelway Head und auf den Atlantik, auf den ein großes, bauchiges Erkerfenster hinausgeht, neben dem ein mächtiger Sekretär steht. Er passt ausgezeichnet, um mit jenem Roman zu beginnen, über den ich so lange und zweifellos bis zum Überdruss geredet habe. Der heutige Tag war grau mit gelegentlichen Regengüssen. Wenn ich hinausblicke, gleicht alles einer Studie in Schiefer. Die Felsen, alt und ausgelaugt wie die Zeit selbst, der Himmel und natürlich die See, die mit einem Geräusch gegen die zerklüfteten Granitfelsen unter mir kracht, das eigentlich kein Geräusch, sondern Vibration ist. Ich kann die Wellen sogar jetzt, während ich schreibe, durch meine Füße spüren. Ein Gefühl, das nicht unbedingt unangenehm ist. Ich weiß, dass du meine Vorliebe für die Einsamkeit missbilligst, lieber Bones, aber sei versichert, dass es mir gut geht und ich glücklich und zufrieden bin. Calvin ist bei mir, praktisch, schweigsam und zuverlässig wie immer. Und ich bin sicher, dass wir beide bis Mitte der Woche alle wichtigen Dinge geregelt und die nötigen Lieferungen aus der Stadt arrangiert haben und dass dann eine Kompanie Reinigungsfrauen anfängt, den Staub aus diesem Haus zu vertreiben. Ich werde jetzt schließen. Es gibt so vieles, das ich noch nicht gesehen habe. Räume, die noch erforscht werden müssen und zweifellos 1000 scheußliche Möbelstücke, die diese sensiblen Augen noch begutachten müssen.
Noch einmal mein Dank für das Gefühl von Vertrautheit, das dein Brief mitgebracht hat, und für deine beständige Freundschaft. Alles Liebe für deine Frau und für dich. Charles. 6. Oktober 1850. Lieber Bones, welch ein Ort! Er erstaunt mich immer wieder von Neuem, genau wie die Reaktionen der Bewohner des nächstgelegenen Dorfes. Es handelt sich um einen seltsamen kleinen Ort mit dem pittoresken Namen Preacher's Corners. Hier hat Calvin unsere wöchentlichen Vorräte bestellt und gleichzeitig auch den zweiten Auftrag erledigt, sich um einen ausreichenden Vorrat an Klafterholz für den Winter zu kümmern. Cal kehrte jedoch mit düsterer Miene zurück, und als ich ihn fragte, was es denn gäbe, erwiderte er grimmig: »Man hält sie für verrückt, Mr. Boone.« Ich lachte und antwortete, dass die Leute möglicherweise von der Gehirnentzündung gehört hätten, an der ich nach dem Tod meiner Sarah gelitten habe. Damals habe ich sicher wild genug fantasiert, wie du bezeugen könntest. Doch Cal beteuerte, dass niemand etwas von mir wisse, außer über meinen Cousin Stephen, der dort die gleichen Dienste in Auftrag gegeben hatte, wie ich es jetzt getan habe. Was sie gesagt haben, Sir, war, dass jeder, der in Chapelwaite lebt, entweder verrückt sein muss oder Gefahr läuft, es zu werden. Ich war völlig perplex, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, und fragte ihn, woher er diese erstaunliche Aussage habe, worauf er mir erklärte, dass sie von einem mürrischen und törichten Holzfäller namens Thompson stamme, der 400 Morgen Kiefern, Birken und Fichtenbestand besitzt und der zusammen mit seinen 5 Söhnen Holz fällt, um es an die Sägewerke in Portland und die Haushalte in der unmittelbaren Umgebung zu verkaufen. Als ihm Cal, der von seinem seltsamen Vorurteil nichts wusste, die Adresse nannte, zu der das Holz gebracht werden sollte, starrte ihn dieser Thompson mit weit offenem Mund an und sagte, dass er seine Söhne mit dem Holz schicken würde, bei hellem Tageslicht und über die Küstenstraße. Calvin, der meine Belustigung offensichtlich als Besorgnis auslegte, beeilte sich hinzuzufügen, dass der Mann nach billigem Whisky gerochen habe und dass er danach in irgendwelchen Unsinn über ein verlassenes Dorf und Cousin Stevens Bindungen und über Würmer verfallen sei. Calvin schloss das Geschäft dann mit einem von Thompsons Söhnen ab, der, wie ich verstanden habe, ziemlich unfreundlich war und dem Geruch nach selbst nicht ganz nüchtern zu sein schien. Offensichtlich ist Cal in Preacher's Corners selbst auf eine ähnliche Reaktion gestoßen, und zwar in der dortigen Gemischtwarenhandlung, wo er mit dem Ladenbesitzer gesprochen hat, obwohl es sich dabei wohl mehr um Klatsch handelt, wie man ihn sich hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ich mache mir weiter keine Gedanken darüber. Wir wissen ja, wie gern die Landbevölkerung ihr Leben mit dem Geruch nach Skandal und Schauermärchen bereichert, und ich nehme an, dass der arme Stephen und seine Seite der Familie da ein dankbares Opfer waren. Wie ich Cal sagte, wenn ein Mann praktisch von seiner eigenen Veranda zu Tode stürzt, bleibt es natürlich nicht aus, dass die Leute reden. Das Haus selbst ist eine ständige Quelle von Überraschungen. 23 Zimmer, Bones. Die Holztäfelung in den oberen Etagen und die Gemäldegalerie sind zwar vom Schimmel befallen, aber im Übrigen stabil. Als ich im Schlafzimmer meines verstorbenen Cousins im oberen Stock stand, konnte ich dahinter die Rattenrumoren hören. Den Geräuschen nachzuschließen, die sie verursachen, müssen es ziemlich große Tiere sein. Es hört sich fast so an, als ob dort Menschen gingen. Ich möchte keiner im Dunkeln begegnen, übrigens auch nicht im Hellen. Seltsam ist allerdings, dass ich weder Löcher noch Kot bemerkt habe. Wirklich merkwürdig. In der oberen Galerie hängen eine Reihe schlechter Porträts in Rahmen, die ein Vermögen wert sein müssen. Einige weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit Stephen auf, wie ich mich seiner entsinne. Ich glaube, dass ich meinen Onkel Henry Boone und seine Frau Judith erkannt habe. Die übrigen sind mir fremd. Ich nehme an, dass eins der Porträts mein eigener, wohlbekannter Großvater Robert sein könnte. Stevens Seite der Familie ist mir aber gänzlich unbekannt, was ich aus ganzem Herzen bedauere. Das gleiche frohe Gemüt, das Stevens Briefe an Sarah und mich zeigten, der gleiche Ausdruck hoher Intelligenz, spiegeln sich in diesen Porträts wider, so schlecht sie auch sein mögen. Aus welch törichten Gründen sich doch Familien entzweien.
ein durchstöbertes Schreibpult, harte Worte zwischen Brüdern, die mittlerweile schon 3 Generationen tot sind, und schuldlose Nachkommen werden unnötigerweise entfremdet. Ich muss immer wieder daran denken, was für ein Glück es doch war, dass es dir und John Petty gelang, Kontakt zu Steven aufzunehmen, als es schien, dass ich meiner Sarah aus dieser Welt folgen würde. Und wie unglückselig es war, dass uns das Schicksal die Gelegenheit nahm, uns persönlich kennenzulernen. Wie gern hätte ich Steven die Statuen und Möbelstücke der Ahnen verteidigen hören. Aber lass mich dieses Haus nicht allzu sehr verunglimpfen. Sicher, Stevens Geschmack war bestimmt nicht der meine. Aber unter dem äußeren Anstrich der Dinge, die er hinzugefügt hat, gibt es Stücke, eine Reihe davon in den oberen Zimmern sind unter Schutztüchern verborgen, die wahre Meisterwerke sind. Da finden sich Betten, Tische und massive dunkle Ornamente in Teak und Mahagoni, und viele der Schlaf- und Empfangszimmer sowie das obere Arbeitszimmer und der kleine Salon besitzen einen melancholischen Charme. Die Fußböden bestehen aus kostbarem Kiefernholz und schimmern in einem inneren und geheimen Licht. Hier findest du Würde. Würde und das Gewicht von Jahren. Ich kann noch nicht sagen, dass es mir gefällt, aber ich respektiere es. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie es sich verändert, wenn wir uns im Kreislauf dieses nördlichen Klimas drehen. Himmel, ich finde wieder einmal kein Ende. Schreibe bald, Bones. Berichte mir, welche Fortschritte du machst und was du Neues von Patty und den anderen weißt. Und bitte, begehe nicht den Fehler, neue Bekannte aus dem Süden unbedingt von deinen Ansichten überzeugen zu wollen. Ich habe mir sagen lassen, dass sich nicht alle damit begnügen, nur mit ihrem Mund zu antworten, wie zum Beispiel unser ermüdender Freund Mr. Calhoun. Herzlichst, dein Freund Charles. 16. Oktober 1850. Lieber Richard, hallo, wie geht's dir? Ich habe oft an dich gedacht, seit ich hier in Chapelwaite meinen Wohnsitz aufgeschlagen habe, und ich hatte halb damit gerechnet, etwas von dir zu hören, und jetzt bekomme ich einen Brief von Bones, in dem er mir schreibt, dass ich vergessen habe, im Club meine Adresse zu hinterlassen. Du kannst sicher sein, dass ich so oder so irgendwann geschrieben hätte, denn manchmal scheint es, dass meine echten und loyalen Freunde das einzig sichere und völlig normale sind, das mir in dieser Welt geblieben ist. Aber mein Gott, wie weit verstreut wir nun sind. Du in Boston, wo du immer noch getreu für den Liberator schreibst, dem ich übrigens auch meine Adresse geschickt habe, Hansen in England auf einer seiner verwünschten Vergnügungsexkursionen und der arme alte Bones mitten in der Höhle des Löwen, wo er seine Lunge kuriert. Hier läuft alles so gut, wie man erwarten kann, Dick. Sei versichert, dass ich dir noch ausführlich Bericht erstatte, wenn meine Zeit nicht mehr ganz so sehr von gewissen Ereignissen in Anspruch genommen wird, die sich hier abspielen. Ich glaube, gewisse Vorfälle in Chapelwaite und der näheren Umgebung könnten durchaus dazu angetan sein, das Interesse deines Juristengeistes zu wecken. Aber in der Zwischenzeit möchte ich dich um einen Gefallen bitten, wenn du dich darum kümmern willst. Erinnerst du dich noch an diesen Historiker, den du mir damals beim Dinner bei Mr. Clary vorgestellt hast? Ich glaube, sein Name war Bigelow. Wie dem auch sei, er erwähnte, dass er es sich zum Hobby gemacht habe, alles zu sammeln, was er an sonderbaren historischen Überlieferungen bekommen könne, die sich genau auf die Gegend beziehen, in der ich jetzt wohne. Meine Bitte ist nun die, würdest du dich mit ihm in Verbindung setzen und ihn fragen, welche Fakten, Überlieferungen oder allgemeine Gerüchte, wenn überhaupt, ihm über ein kleines, verlassenes Dorf namens Jerusalem's Lot bekannt sind, das am Royal River in der Nähe einer Gemeinde namens Preacher's Corners liegt. Der Fluss ist ein Nebenfluss des Androscoggin und fließt etwa 11 Meilen vor der Mündung dieses Stroms in der Nähe von Chapelwaite in den Androscoggin. Du würdest mir damit einen großen Gefallen erweisen und, was noch wichtiger ist, es könnte von einiger Bedeutung sein. Beim Durchgehen dieses Briefes merke ich, dass ich ein bisschen kurz mit dir war, Dick, was ich aufrichtig bedauere. Aber sei gewiss, dass ich dir schon bald alles erklären werde. Bis dahin, liebe Grüße an deine Frau, deine beiden prächtigen Söhne und natürlich an dich. Herzlichst, dein Freund Charles. 16. Oktober 1850. Lieber Bones, ich habe dir etwas zu berichten, das sowohl Kerl wie auch mir
etwas sonderbar, um nicht zu sagen beunruhigend erscheint.